Moin, moin, meine lieben Leute des fantastischen Mobile Gamings. Wir spielen Oceanhorns 2 und ja, sind direkt auf dem Weg. Direkt auf dem Weg zum dritten Donnerstein. Der wird wahrscheinlich da in diesem Wrack sein. Das werden wir jetzt mal herausfinden. Das Wrack da hinten und wir haben einen Schlüssel bekommen. Woanders. Naja, in diesem Turm da, der Einsicht. Und, vielleicht. Was ist der Schlüssel da ja auch? Guck mal. Looks like an ancient Arcadian ship. That thing must be at least 200 years old. It seems like it has surfaced recently. It's covered in seaweed. Ein seltsamer alter Anker. Die Kapitäne untergangener Schiffe haben früher den Ort ihrer Unterwasserwracks immer mit Anker markiert. Der Anker zeigt die Richtung des Wracks an, in der Hoffnung, dass sie die Fracht und die Schätze später retten lassen. It chills my spine to think that you are taking it. Look, okay. There's an anchor. Sieht man, das ist ein Anker. Wo ist ein Anker? Wo hat er einen Anker gesehen? Das ist schön, aber wir wollen jetzt erstmal zu dem Wrack da gehen. Da gucken wir uns einen späteren Anker mal an. Da sein und das führt uns ja auch dahin, wie man sieht. Durch die Karte. Oh, da fliegt ein Geist. Leave this world. There is nothing for you here. Geist. Immer. Mag Eis. Der auch Feuer? Ich ihn gar nicht. Anscheinend ist dem alles egal. Aber wir können mal hier ein Boot hochklettern. Will. Okay. Leave this world. There is nothing for you here. Okay. Hinten hin. Kann einfach rüberklettern. Jetzt ein gezielter Sprung. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Ich schwimme noch hier rum. Oh, hier ist die goldene Truhe. Yes! Ja. Du hast einen Taucherhelm gefunden. Dieser Helm wurde einst von einem weltberühmten Chiemvolk geschmieden. Für den arkadischen König geschmiedet. Rüste das Objekt aus und verwende die Objektschaltfläche, um in die Tiefe zu tauchen. Es ist zu seicht, um hier zu tauchen. Ja, okay. Aber dann können wir ja vielleicht in das Boot reintauchen. Also zumindest verlieren wir keinen. Okay. Wie lange kann man da tauchen? Unendlich? Nein. Aber hier sollen wir nicht hin. Hier sollen wir gar nicht hin. Wie kommen wir wieder hoch? Oben schwimmen, okay. Gut, aber hier sollen wir gar nicht hin. Oder warte auf. Wieder rauskommen hier. Machen wir nur raus schwimmen, ne? Macht ja vielleicht auch Sinn. Da durch? Also wir sind doch wieder dahin, aber hätten wir wahrscheinlich gerade eben gar nicht lösen können, hätten wir diesen blöden Taucherhelm jetzt nicht gehabt. Gut, dann wird der dritte Donnerstein sich wahrscheinlich hier links befinden. Aber er hat irgendwas von einem Anker gesagt, den ich aber nicht gesehen habe gerade.
Da ist der Anker, okay. Der Anker zeigt nach links. Okay. Wollen wir hier hin? Wo ich irgendwas finden? Das ist einfach ins Wasser, ja? Okay. Gehen wir runter. Das ist natürlich cool, dass man jetzt auch ins Wasser kann, dann macht das Ganze natürlich ein bisschen spannender. Irgendwie. Richtig schnell sind wir natürlich nicht, ne? Mal sehen. Aber so sind wir auch nicht wirklich schnell. Ich glaube, unter Wasser ist irgendwie schneller, kann das sein? In die Richtung? Oben sehe ich doch schon den letzten Donnerstein, also bin ich verkehrt. Oder sind sie da hinten? Oder nicht? Raus. Scheiße, hätten wir noch ein bisschen gewartet. Das ist natürlich echt lange Schwimmen. Das wird es sein da hinten. Aber ohne diesen Kiemenvolk-Helm könnten wir wahrscheinlich gar nichts machen. Deswegen ist es ganz gut, dass wir den haben. Denke ich mal. Echt nicht schnell, ne? Eieiei. Das ist schade. Ich kann auch ein bisschen schneller schwimmen. Mal gucken, wie langsam er schwimmt. Oder? Kein Turbo-Knopf? Unter Wasser vielleicht? Vielleicht kein Hauen unter Wasser. Nicht schlecht. Nicht schneller, ne? Nee. Wenn du beim Palast wärst, wird es wahrscheinlich sein. Aber ganz im Ernst. Stunden später. Pass auf, ich schneide hier kurz und müssen wir das Ganze sehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder in einer Sekunde. So. Da sind wir schon wieder. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir da wieder reinkommen. Mal trocken hier, wo? Genau. Da muss ja irgendwo einen Eingang geben. Gucken wir mal. Da links sieht ja aus wie, so wie ein Weg, der irgendwo abgebrochen ist. Und da müsste ja vielleicht auch der Eingang sein. Können wir doch mal hin. Sogar den Kopf schräg. Dumm. Sehr gut. Palast der Tapferkeit. Submerien. Was ist alles unter Wasser noch hier? Echt. Vielleicht noch nicht alles. Vielleicht können wir mal hochtauchen. Sehr gut. Also. Irgendwas müssen wir hier machen. Hier muss auch ein Schlüssel, den haben wir wahrscheinlich nicht. Ja. Warum gucken wir irgendwas finden hier? Dann würde ich glatt nochmal ins Wasser gehen und kurz im Wasser tauchen. Das wird wahrscheinlich der Ausgang gewesen sein. Wer hier noch irgendwo anstellen können? Tatsächlich nicht dann raus. Also es ist nichts hier, man kann weiter runtertauchen zwar. Mit dieser coolen Truhe. Kann ich die auch aufmachen? Ja, klar. Barkristall. Okay. Was finden hier? Nicht. Ich
abgesehen von der Truhe ist hier wirklich nicht. Okay, müssen wir mal gucken. Muss ja irgendwas geben, wo wir das hier in Gang setzen können. Bringt uns aber gar nichts. Und das Ding geht auch nicht in Gang. Ja. Da kann ich hochklettern, okay. Klettern wir da erstmal hoch. Ja, das ist ein bisschen schräg hier. Dann schaltet er es ja auch. Perfekt. Okay. Wir fangen auf jeden Fall. Haken machen. Nur weil ich damit besser kämpfen kann. Halt die Kiemen. So, da geht's nicht runter, aber hier geht's weiter. Da ist einfach ein Herz drin. Ist doch aber nett. Okay. Labyrinth hier. Nicht zu viel das gleiche Labyrinth, das wir gerade eben schon hatten, ne? Doch, so ein bisschen, ne? Übrigens gar nichts. Hier hoch, ne? Ja, das ist so schräg ist alles, das nervt ein bisschen. Schaffen nochmal. Okay. Jetzt zeigt ja das andere Symbol da an. Deuten. Wieder raufschießen? Probieren? Nix. Brennt nur Ohren. Ach doch, war das bringt doch was. Und zwar. Ja, da müssen wir hier rauf. Sie habe ich jetzt gerade erst gesehen. Da müssen wir links und rechts das Dings abschießen, würde ich sagen. So. Haben wir das? Da drüben. Genau, das Ding ist runtergefallen. Und auf dem Knopf gelandet wahrscheinlich. Den Weg frei macht. Aber wenn wir schon mal hier sind, wird der auf dem anderen auch noch. Oh, du Monstrum. Okay, da geht irgendwas auf. Das geht runter, aber Problem ist, ich glaube, wenn ich runtergehe, geht das bestimmt wieder hoch, ne? Hätte ich jetzt gedacht. Okay, da müssen wir einen schnelleren Weg hier hinfinden. Oder diesen Stein rollen.
Langsam kommen. Noch schneller kann ich gar nicht hinkommen. Warte mal. Idee. Ja, die Triste da drauf, ne? Kann die ja klappen. Jetzt mal schnell zurück. Die ist schräg gelaufen, das ist total bescheuert gemacht. Okay, die Idee dahinter ist natürlich, dass man schnell sein muss, damit es wieder hochgeht. Kann ich. Kann ich das vielleicht so machen? Macht die das ja kaputt. Braucht er da? Ein paar Sekunden, ne? Die Ecke, dann laufe ich um die Ecke. Perfekt. Ob so gedacht war, weiß ich jetzt nicht. Kann es egal sein, wir haben es geschafft. Oh, hier, komm schon hoch. Schräg ich hier, ist ja echt. Oh, so, hier ist eine Kiste, da wird wahrscheinlich Schlüssel drin sein. Aufzug zum? Der Schlüssel zum Aufzugskontrollraum. Fällt hier runter. Wieder hoch. Und hoch. Raus! So, auf den Kontrollraum auf der anderen Seite, ne? Stallschuppe. Oh Gott, ich dachte, das wäre normaler. Nicht der Stärkste, ne? Ein bisschen stärker könnten die Gegner sein, ne? Also jetzt mal ganz im Ernst. So, jetzt bewegt sich der Fahrstuhl. Genau. Aber kriegt man schon einen Schreck, wenn man heißt, du denkst, das ist ein normaler Gegner und das ist einfach mal so ein Typ. Ach, guck mal da. Da ist der letzte. Gut. Nimm hier. Da. Immer schon schrecken. Don, 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 don. Dramatische Musik auch. Jetzt hier raus ist ein Sprechling ist. Und Mitteilung von Call of Duty. Ja, auch das spiele ich. Tja, elektrisch. So, wir wissen ja, dass es nicht so schwer war. Denk mal, ich muss ja ganz alleine erledigen, die drei. Das ist gemein. Dann hält er nicht wirklich. Ich will ja auch eigentlich gar kein Leben, kann das sein? Raus. Ja, wenn sie einfach so stehen bleiben, kann ich ja wieder machen. Machen wir mal wieder welche auf.
Da fahren wir den Leuten her. Kommen wir hier runter. Irgendwann geht es zu Boden. So. Ach guck mal, ich verliere kein Leben, kann das sein? Ich darf ankommen lassen, oder? Ich dachte, wir suchen mal. Wie kann man denn sterben hier? Ah, jetzt, okay. Jetzt will ich das hier. Das ist ein Leben für dich, als würde ich die ganze Zeit nur leben. Ah, die hebt doch nicht die Scheiße auf. Da deswegen, okay. Ich weiß ja nicht mehr. Boah, einer noch. Das war's. Tja, das war's. Gespeichert.
tauchen? Wahrscheinlich, ne? So, gehen wir raus. Freunden. Die große Lagune. Zu dem Anker da, noch ein Anker. Ob wir ihn sehen können, ich kann ihn sehen. Ah. How did it go? Now to the Uthika. Let's return the emblem of ocean to where it belongs. Okay. Ja, müssen wir zurück zu dem. The White City already. Yeah. There's sand in my boots. And gravel in my regulator, moisture in my actuator, fish in my. Ah, wo ist der Fisch? Okay, got it. We're all tired. Das ist ein bisschen. Das ist ganz gut, dieses Gespräch da, aber es müsste ein bisschen dynamischer sein. Also, es wirkt so, er sagt was und es dauert immer ein paar Sekunden, bis der nächste kommt. Sonst hat er nicht gemacht. Nein, das Lauf ist schneller als schwimmen. Schon wieder so ein Heini. Fangen wir mal. Der Traum des ganzen Chiemvolkes ist es, zu den Hallen unserer Ahnen in Ortica zu pilgern. Dieser goldenen Pavillon, hier ist der Eingang. Folge den Lichtern am Meeresgrund und sie werden dich hineinführen. Hier. Time to go underwater. See you on the other side. Der Trito, das ist das Tor von Ortica. Sei tapfer und tauch hinab. Hey, remember to open that door for us. Mach ich. Aber erst in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.